herzliches Willkommen. Wir sind in der KW 29. Das ist die Woche vom 18. bis 24. Juli 2022. Die Sonne ist im Krebs, sehr gefühlvoll. Der Merkur ist im Krebs und ab heute auch die Venus. Ab 18. wechselt die Venus in den Krebs. Also die geballte Gefühlsduselei, hätte ich beinahe gesagt, aber sehr gefühlvoll, sehr sensitiv. Wir haben auch Sonne und Neptun in Verbindung und man hat nicht so wirklich den klaren Durchblick an diesem Tag. Zudem stehen sich Merkur und Pluto gegenüber. Man ist sehr verunsichert und hinterfragt wirklich alles. Macht einfach langsam, lasst euch dadurch nicht aus der Ruhe bringen, aber versucht eben keine wichtigen Entscheidungen nach Möglichkeit an diesem Tag zu treffen. Am nächsten Tag, dem 19., haben wir den Wechsel des Merkurs in den Löwen. Da ist dann wieder volle Feuerkraft dabei. Ja, vielleicht auch Temperament natürlich und man muss dann natürlich aufpassen. Dann haben wir am 22. die Sonne, die sich vom Krebs verabschiedet und in den Löwen wandert. Auch da haben wir dann wieder sehr viel Energie. Man kann beruflich sehr gut durchstarten und kann sehr viel schaffen. Man sollte da natürlich auch nicht übertreiben, aber man hat, wie gesagt, mit Merkur und Sonne im Löwen und natürlich Jupiter, der da auch noch eine Rolle spielt, richtig viel Energie, um Dinge zu bewerkstelligen. Also, das ist mal so der Überblick über die Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir schauen uns das für das einzelne Sternzeichen an. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder. Wir sind in der KW 29. Das ist die Woche 18. bis 24. Juli 2022. Wir haben Jupiter im eigenen Zeichen. Das ist ja schon mal sehr, sehr schön, dass du das ja für dich nutzen kannst. Wir haben natürlich irgendwann auch wieder den Wechsel in die Fische. Ich schaue mal gerade, ob wir das sehen können hier. Ja, 28. Juli ist Ende. Dann wechselt Jupiter auch wieder in die Fische. Dann dreht sich das wieder ein bisschen. Ne? Nur schon mal, dass du vorbereitet bist. Saturn haben wir rückläufig derzeit. Saturn ist im Wassermann. Bis zum 23. Oktober. Es kann bedeuten, dass du eben auch ein bisschen ja, stur bist und aufpassen solltest, dir nicht zu viel ja, Sturheit zu bewahren, sondern offen zu sein für neue Möglichkeiten. Uranus im Stier hat keinen Einfluss. Neptun in den Fischen ist rückläufig bis Dezember. So, also er hat für dich nicht so viel Energie, sage ich mal. Es ist einfach, man ist offen, man ist vielleicht auch kreativ, aber Neptun hat nicht so den großen Einfluss auf den Widder wie auf andere Sternzeichen. Pluto im Steinbock ist auch rückläufig bis 8. Oktober und da geht es um Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit zu sich selbst. Ja, dann haben wir natürlich jetzt den Mars. Den Mars haben wir jetzt im Stier. Und wie lange läuft das denn? Bis 20. August. Also noch eine ganze Weile geht das ziemlich langsam. Das heißt also, ja, du musst dich darauf weiter konzentrieren, nicht zu hastig vorzugehen. Ja, wir haben die Venus, die diese Woche ja auch in den Krebs wechselt, am 18., um genau zu sein, am 18. Juli bis 11. August. Ja, Venus im Krebs kann so ein bisschen unleidlich machen, also dich jetzt als Widder insbesondere. Und versuche nicht zu launenhaft rüberzukommen, versuche das zu akzeptieren, dass es eben momentan so ist, aber dass das auch an den Gestirnen liegt und nicht nur, ja, jetzt an deiner Laune zum Beispiel. Ja, wir haben Merkur hat man jetzt auch im Krebs, der wechselt am 19. Jahr in den Löwen. Das ist natürlich optimal für dich bis zum 4. August. Das ist natürlich sehr schön. Du solltest natürlich nicht übertreiben, solange auch Jupiter im eigenen Zeichen ist und Merkur im Löwen nicht zu heftig auftrumpfen. Ich glaube, das käme nicht so gut an. Ja, dann haben wir in dieser Woche auch wieder mit Neptun die Energie, dass jemand vielleicht versuchen könnte,
dir was unterzujubeln oder dich von irgendwas zu überzeugen. Versuche achtsam zu sein und dich nicht über den Tisch ziehen zu lassen, aber auch nicht in den nächsten Tagen dann dich zu rächen. Das wäre Blödsinn. Wenn es dir aufgefallen ist, dann brauchst du dich auch nicht zu rächen. Und wenn es passiert ist, naja, dann muss man beim nächsten Mal besser aufpassen. Eher, ich sage jetzt mal zum 23. hin, darüber sprechen wäre optimal. Also ich denke mal so, du kommst damit zurecht. Es gibt gute wie nicht so gute Aspekte. Ich sage jetzt mal die Launenhaftigkeit mit der Venus im Krebs, aber dafür die Stärke mit Merkur im Löwen und natürlich den Jupiter. Also mach das Beste draus und wir schauen uns das in den Karten an. So, mein lieber Widder, wir sind bei der Kartenlegung für die KW 29 vom 18. bis 24. Juli. Wie immer, allgemein für den Widder. Wir schauen uns an, was in dieser Woche für den Widder so energetisch drin ist. Astrologie hast du dir hoffentlich angehört. Und wir schauen uns an, was du daraus verwenden kannst, beziehungsweise wovon vielleicht abgeraten wird. Die letztendliche Entscheidung triffst du natürlich selbst, weil du musst ja auch für deine Entscheidung gerade treten. Gerade stehen. Das ist natürlich, wie gesagt, auch deine Entscheidung. Es soll dir nur eine Hilfe sein. Die Energie ist die 4 der Kelche. Du bist ein bisschen unzufrieden. Okay, wir haben ja auch, ich sage jetzt mal, in dieser Woche die Venus im Krebs. Wir haben Merkur im Löwen, das kann sehr gut sein. Und die Sonne geht in den Löwen am 22. Das ist schon ganz gut. Wir haben aber auch viel Mondenergie im Stier. Wir schauen mal. Also du bist mit den Dingen, wie sie jetzt gerade sind, nicht so wirklich happy, aber wir schauen mal, wie das Ganze aussieht. Deine Energie, wie du dich selber siehst, 4 des Feuers, stabile Situation, gute Rückendeckung, das ist ja schon mal viel wert. Dein Wunsch ist die 5 der Erde. Möglicherweise brauchst du ein bisschen Ruhe, Entspannung, du möchtest vielleicht in Urlaub fahren, warum nicht? Vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit für dich, ja? Hoffnung und Ängste, das ist das Team, 3 der Münzen. 3 der Erde ist 3 der Münzen. Mit anderen gut zusammenarbeiten, gut harmonieren. Gut für dich ist die 9 der Münzen. Das heißt, dass du dich ein bisschen um dich selber kümmerst. 9 der Münzen ist ja Selbstständigkeit, Single-Dasein, aber auch das eigene Individuum. Also sich um Gesundheit kümmern, um gesunde Ernährung, um ausreichend Bewegung und natürlich Entspannungszeit. Nicht gut für dich in dieser Woche ist die Welt. Etwas Neues beginnen, etwas Altes beenden. Also du bist noch so in der Phase, wo du dich selbst auch ein bisschen regenerieren sollst. Ausgang ist die 7 der Erde. Es geht um Detailfragen. Also können bestimmte Punkte sein, die relevant sind, um die du dich kümmern musst. Vielleicht hast du da auch gar nicht so viel Zeit, sage ich jetzt mal, um große Umwälzungen zu vollbringen. Wir haben ja immer noch bis zum 20. August auch den Mars im Stier. Das bedeutet eben auch, dass alles sehr langsam geht, ja. Und große Veränderungen sind jetzt gerade eben nicht so möglich. Schauen wir uns an, was dir in dieser Woche begegnet an Energien, entweder von den Mitstreitern, von den Kollegen, von den Mitmenschen und aber auch natürlich von den Ereignissen selbst. Was haben wir da? Was begegnet dem wir da in dieser Woche? Was haben wir da für eine Energie? Was kommt dir entgegen? Der Herrscher. Der Herrscher kann natürlich ein Vorgesetzter sein. Es ist eine große Verantwortung, die dir begegnet. Möglicherweise sagt dir jemand, was du zu tun und zu lassen hast und es gefällt dir nicht. Es kann aber auch jemand sein, der sehr zugänglich ist und dir vielleicht auch in deiner Situation der Unzufriedenheit hilft. Also alles möglich. Schauen wir uns da an, was da kommt. Ritter der Münzen, du brauchst Geduld. Das ist aber auch dein Erfolgsgarant, kennen wir ja schon, ne? Also je geduldiger, desto besser klappt das. Und sich in die Arbeit, ja, begeben, nicht überarbeiten, du brauchst doch mal ein bisschen Auszeit, wie gesagt, Urlaub oder Regenerationszeit. Da ist das Team, was du dir auch erhoffst hier, dass das gut klappt. Zusammenarbeit ist da sicherlich sehr wichtig. Die Heilung mit dem Stern. Also Regeneration ist da sicherlich auch drin. Vielleicht auch die Beziehungen verbessern miteinander, besseres Abstimmen untereinander. Wir haben die 6 der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen. Ich sehe darin auch, dass du ein bisschen Zeit für dich brauchst und das eben auch aufteilen solltest zwischen Arbeit und Privatleben. Dann haben wir den Turm, etwas fällt weg. Ja, momentan geht das halt nicht, neue Umwälzungen, neue Dinge zu konstruieren. Du musst dich damit ein bisschen abfinden, aber der Weg wird freigemacht für neue Ideen. Vielleicht
notierst du dir das und machst es später. Die Liebenden, liebevolle Energie, auch natürlich für das, was du bevorzugst, was dir wichtig ist, was du liebst, was du gerne tust, ja, worum du dich auch gerne kümmerst, da geht es um Detailfragen. Und es geht für dich halt in dieser Zeit jetzt oder in dieser Woche vor allen Dingen darum, ein Stückchen sich auch um dein Wohlbefinden zu kümmern und dich auch mal zurückzulehnen, auch wenn es schwerfällt, lieber Widder. Denn wir haben mit der Unzufriedenheit auch vielleicht so ein Stück weit, naja, Frust, ja, so ein bisschen Frust. 4 des Feuers, 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit und 3 der Schwerter. Du siehst deine Stabilität und Sicherheit entweder gefährdet oder es ist auch so, dass du dich nicht so richtig gut fühlst. Ne? 3 der Schwerter muss nicht immer Herzschmerz sein. Es kann Enttäuschung sein, wie ich sagte, der Frust. Und vielleicht brauchst du deshalb ein bisschen Abstand zu den Dingen. Und das ist ja hier mit den 5 der Münzen auch dein Wunsch. Da haben wir das Gericht, die Situation beurteilen nach Faktenlage und die 2 der Münzen. Du wägst noch ab. Du bist dir noch nicht ganz sicher, ob du das loslassen kannst oder ob du die Arbeit allein lassen kannst. Je nachdem. Aber du hast ein Team an der Seite oder eine Gruppe von Menschen. Da steht eben die Entscheidung an. Bezüglich des Neuanfangs. Also ich denke mal, es geht weniger darum, dass du jetzt was veränderst, weil das wäre ja nicht gut, aber dich zu regenerieren wäre schon eine gute Entscheidung. Und 9 der Münzen ist ja auch sich ums eigene Individuum kümmern. Da haben wir den Knabe der Münzen, langsam machen und den Rückzug. Also du wirst mehrfach darauf hingewiesen, dass du dir eine Auszeit gönnen solltest. Regeneration ist äußerst wichtig. Mit der Welt, 8 der Kelche, neue Wege gehen. Ritter der Münzen, du brauchst Geduld, die Dinge ja, sich entwickeln zu lassen oder sich auch darauf einzustellen. Ich glaube, jetzt ist erstmal die Zeit für einen Urlaub oder für ja, ein bisschen Entspannung. Ja? 7 der Erde, Ast der Stäbe, leidenschaftlicher Neubeginn. 5 der Stäbe, also da ist schon ein bisschen Auseinandersetzung mit den Detailfragen. Also irgendwo bist du noch nicht ganz zufrieden mit etwas oder mit der Entwicklung von einer Sache. Ja. Du fühlst dich halt hier ja auch nicht so wirklich gut und vielleicht solltest du gerade deshalb mal so ein bisschen die Distanz wahren. Ritter der Münzen, 4 der Stäbe erneut und die 10 der Kelche. Also der Rückzug bringt dir auch sehr viel Liebe. Eigenliebe natürlich, familiäres Glück im Zusammenspiel mit ja, Verwandten oder eben auch mit Freunden oder der Beziehung. Was ist mit der Arbeit? 7 der Kelche, zu hohe Erwartungen und 4 der Schwerter. Also du solltest dir überlegen, ob du, ich sag mal, deinen Anspruch nicht ein bisschen zu hoch legst. Sowohl für dich selbst als auch für andere. Und wenn du dich ständig überforderst, bist du irgendwann total ausgepowert. Ja? Haben wir die 3 der Münzen, Obsession und die Liebenden. Du liebst die Sache oder das, was du tust, so sehr, dass du schwer loslassen oder delegieren kannst. Ich glaube, es geht mehr ums Delegieren. Ja, wir haben ja hier auch die 3 der Erde und du denkst, es geht nicht ohne dich. Da haben wir aber den Stern, 5 der Schwerter und der Magier. Ja, es geht darum zu manifestieren, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Gesundheit vor der Arbeit steht, ja, dass du eben für dich sorgen musst, dass du da auch eine Verpflichtung dir selbst und natürlich den anderen gegenüber hast und dass du damit eben auch Heilung manifestierst und natürlich auch in dem Zusammenhang neue Kreativität. Also das kann sehr, sehr erholsam sein. 6 der Münzen, Rat des Schicksals und der Turm, den haben wir hier auch. Ja, lass los, mach Platz für Neues, lass dich einfach inspirieren. Da haben wir auch den Knabe der Stäbe und den Eremiten. Konzentriere dich auf den Rückzug, auf das sich auf dich selbst konzentrieren, auf das Regenerieren, auf die Ideensammlung, auf ja, das mit sich selbst einfach mal allein sein. Da ist die Welt, das möchtest du gerne und die Disziplin zu wissen, dass das noch nicht geht, weil du eben erst diese Regenerationszeit brauchst, um dich auch von der Enttäuschung, von dem, was nicht vorangeht, ein bisschen zu erholen, neue Kraft zu tanken, die Unzufriedenheit loszuwerden. Und ich glaube, dass dir jemand vielleicht auch sagt, pass mal auf, du brauchst eine Auszeit und wir übernehmen das. Vielleicht ist das ja auch die Person, die dann die Verantwortung für dich so lange übernimmt. Ja? Du kannst ja mit dieser Person in Kontakt bleiben, um immer mal wieder reinzuhören. Noch ist das eben mit der Welt nicht möglich. Ja? Ich denke mal, dass du
dich ja erstmal erholen musst. Ganz einfach. Und da mehr ins Privatleben gehst und natürlich auch ein Stück weit loslassen sollst. Ja, wir haben den Seestern für dich. Öffne dich den unbegrenzten Möglichkeiten. Das kannst du aber nur, wenn du über den Tellerrand schaust und die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten kannst. Du brauchst ein bisschen Abstand, ganz klar. Öffne dich den unbegrenzten Möglichkeiten. Auf dem Sand ausgestreckt ist der Seestern den Strahlen der Sonne, dem Symbol unerschöpflichen Potenzials, vollkommen zugewandt. Wenn du zum Horizont blickst, öffnest du dich dann ebenso der unbegrenzten Weite der Möglichkeiten. Der Allgeist ist der Quell einer Fülle von Chancen, die selbst deine kühnsten Träume übertreffen und sorgt so für eine unendliche Zahl an Möglichkeiten. Der Geist des Seesterns ermutigt dich jetzt dazu, die Grenzen deiner Alltagswahrnehmung zu erweitern und aus deiner Komfortzone herauszutreten, um von größeren Dingen zu träumen und sie dir noch hoffnungsvoller und zuversichtlicher auszumalen, denn du stehst jetzt im Glanz eines unermesslichen Potenzials. Spüre es, sonne dich darin und lass dich von Inspiration erfüllen. Es ist ein sehr glückliches Zeichen, wenn der Geist des Seesterns dich an deine unbegrenzten Möglichkeiten erinnert. Das bedeutet nichts anderes. Ruhe dich aus, finde deine Ruhe, deine Regeneration und deine Inspiration, indem du dich mal ein bisschen anderen Dingen zuwendest und schöpfe daraus die neue Schöpferkraft für die Zukunft, die dich dann auch in die Situation versetzt, über den Tellerrand zu blicken und über deiner Routine und dem Alltäglichen hinauszuwachsen, wenn das kein großartiges Potenzial und keine schöne Aussicht ist. Versuch's einfach mal, ja? Das lege ich dir ans Herz, lieber Widder. Du entscheidest natürlich, wann, wo und wie und ob, ja? Aber vielleicht ist dir das ein bisschen Inspiration, ein bisschen Abstand zu gewinnen, Geduld mit dir und anderen zu haben, Verantwortung mal in andere Hände zu legen. Und dich da auch verlassen zu können. Vielleicht auch ein Stück weit Vertrauen zu schenken. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Schreib gern in die Kommentare, wie du damit umgehst, ob du Urlaub machst, ob du das genießt und ob du auch wirklich abschalten kannst, wenn du Urlaub machst. Schreib es gern rein und vielleicht schilderst du ja auch im Nachhinein so ein bisschen deine Erfahrungen damit, damit auch andere Widder, die das vielleicht lesen, da auch vielleicht sich wiederfinden können. Fände ich schön. Wenn es dir gefallen hat, lass gern ein Däumchen hoch da, dann freue ich mich und weiß, dass du was mitnehmen konntest daraus. Wenn du mich unterstützen möchtest, findest du ein Stückchen weiter rechts dieses Thanks, das Dankeschön, kleinen Obolus, wenn du magst, ist freiwillig. Des Weiteren haben wir unten in der Infobox natürlich alle Plattformen, auf denen ich vertreten bin, wo du mich besuchen kannst, auf Facebook, auf TikTok, auf Instagram, wie auch immer, wenn du magst. Und natürlich auch die Hinweise darauf, wie du eine persönliche Legung oder ein persönliches Telefonat mit mir führen kannst, wie man das regeln kann, wie du Kontakt aufnehmen kannst. Wie gesagt, unten in der Infobox sind alle Informationen, dann können wir auf deine persönliche Situation eingehen. Ja, mein lieber Widder, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, geruhsam, und stell dich darauf ein, dich mal ein bisschen zu entspannen. Alles Liebe von mir und bis bald.